Cuidado, quítate. No se puta explota. No, quítate, quítate, Grobio. No se puta explota. Quítate, Grobio. Ja, er hat hardcore reingeschissen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ratet mal, was jetzt kommt. Ja, nachdem die Hälfte von euch Depressionen bekommen hat, weil das Intro weg ist, ist es ab jetzt wieder zurück. Hab ich doch gerne gemacht, alles nur für euch. Ich bin halt ein netter Kerl. Und der Typ in diesem Video wollte eigentlich auch nur ein netter Kerl sein. Und zwar hat er sich der harten Aufgabe gewidmet, das Wespennest zu entfernen mit einem Bagger. Und mal schauen, wie er sich so angestellt hat dabei. Mein Gott, wir haben die Wespen herausgefunden, dass du das bist. Und vor allem haben die Wespen einfach die Tür aufgemacht und ihn angegriffen. Jo, der hat sich echt mit den Falschen angelegt, Mann. Wie auch immer, das ist der beste Beweis, dass die Natur einfach ein Sohn ist. Der kleine Bursche ist draußen schön mit seinem Fahrrad unterwegs und macht dabei ein cooles Video von sich. Oh hell. Oh hell, na. Er hat direkt gemerkt, ich bin am Arsch, denn da hinten kommt nämlich der Fahrradkopf angefahren. Und wer Bescheid weiß, der weiß ganz genau, dass die Fahrradkopfs einfach ultra die Bastarde sind. Der Arme bekommt jetzt wirklich eine 160-Euro Strafe dafür, dass er einfach nur das Handy in der Hand hatte, während er mit dem Fahrrad auf den Bürgersteig fährt, wo es sowieso niemanden juckt und es sowieso keine Leute gibt. Oh Mann, ey, als er die Kamera hochgehoben hat und plötzlich diesen Typen gesehen hat, ne? Er hat es auch schon selber bemerkt. Oh hell. Oh hell nah. Und oh hell nah, das dachte sich auch der nächste Typ hier. Die zwei Jungs hier haben, wie so auch immer, ein Wettrennen im Schulflur gemacht. Ready, set, go. Ja, das ist der Beweis dafür, dass man wirklich im Schulhaus nicht rennen sollte. Und ich dachte immer, die Lehrerinnen haben das aus Spaß gesagt. Aber jetzt mal Spaß beiseite, wie konnte das passieren? Also, Bro, siehst du nicht, dass da einfach eine Kurve kommt? Oh mein Gott, die schöne, gute Pokalvitrine mit den ganzen Auszeichnungen der Schule und Schülerin. Der ist einfach Vollspeed da reingerannt und hat alles zerstört. Und sein Homie hat ihn auch indirekt gesnitcht, weil der hat das Video einfach hochgeladen. Das heißt, die Schule weiß 100%, wer das jetzt war. Er hat einfach sein Homie gesnitcht für Klicks. Wie ehrenlos, Mann. When it's your buddy's first time at Topgolf. Also für alle Analphabeten nochmal, der Typ hier ist das erste Mal bei Topgolf. Oh mein Gott, das ist wirklich gefährlich. Stellt euch mal vor, der hätte den Schläger ein bisschen weiter unten losgelassen. Und der Typ da hinten, der einfach nur ganz entspannt am Chillen ist, hätte das Ding voll in die Fresse bekommen. Yo. Ich glaube, das wäre gar nicht gut ausgegangen, ne? Der Arme hätte für immer ein schiefes Gesicht. Wow, endlich gibt es auch mal was Schönes hier in diesen Videos zu sehen. Endlich auch mal was Sinnvolles. Nehmt euch doch mal ein Beispiel an diesen Leuten. Jeden Tag eine gute Tat. Wirklich, ich finde das richtig nice, Mann. Solche hilfsbereiten Leute, die einfach das Reh dort in dieser Notsituation sehen, weil es sich im Zaun verfangen hat. Und es einfach befreien, Mann. Wir brauchen mehr von solchen Leuten. Und endlich ist das Reh wieder frei. Okay, vergesst, was ich gesagt habe, Mann. Tiere sind wirklich so unglaublich dumm, ne? Wie kann man denn so wenig Gehirnmasse haben, dass man von dem Zaun, wo man gerade drin stecken geblieben ist, rausrennt, eine Kurve macht und direkt 2 Meter daneben in den gleichen Zaun reinspringt und wieder festhängt. Yo, 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 yo. Also ich will nichts sagen, ne? Jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, deswegen ich würde dem Breda auch jetzt nicht mehr helfen. Soll er selber sehen, wie er rauskommt. Thank you.
Ich dachte jetzt, ich bekomme hier so eine richtig nice Show, so einen richtig nicen Cocktailmixer. Aber nein, es war das komplette Gegenteil. Der Arme wird sich nie wieder von diesem finanziellen Schaden erholen, ne? Er hat da wirklich gerade sein komplettes Vermögen umgekippt. Oh mein Gott, das tut mir so leid, Mann. Also so richtig, richtig leid. Guck doch mal, wie er da schön alles angerichtet hat. Und schon seinen kompletten Stand vorbereitet, weil gleich geht der Markt auf und die Kunden kommen. Und er muss Brot nach Hause holen für seine 7 Töchter und 18 Söhne. Und dann passiert ausgerechnet das. Einmal ein dickes F an diesen gefallenen Mann. Buongiorno, у нас Виталий в лесу так растет моцарелла. Берем, кладем в багажник, садимся в машину, едем на мой при. Okay, ich habe keine Ahnung, was dieser Typ hier gerade sagt, aber was ist das für ein Ding da? Привозим, убираем листочки, хуёчки, тщательно моем нашу моцареллу. Mozzarella? Junge, der Mozzarella ist auf Testo und Stoff. Was ist das für ein Riesending? Кусок, чтоб хватило все мамы, папы, дедушки, прабабушки, прадедушки, прамамушки. Берем сливочное масло, кладем моцарелла наш и обжариваем. Boah, das sieht wirklich mächtig aus. Und ich denke mal, auch so fett wie das Teil ist, hat er das safe so aus dem Wald neben Hiroshima oder Fukushima geholt. Noch komplett atomar verseucht, damit das Ding so groß wächst. Берем с собой из сторон. Пробуем и это походу ебатный моцарелла. Выбрасываем эту хуйню, берем вот это вот, отвозим в лес обратно. Это не моцарелла, ебаный в рот. Ey, was habe ich mir hier gerade angeschaut? Das war ja mal so unglaublich random. Und ich glaube, das war doch kein Mozzarella, Mann. Ich glaube, das war doch irgendein ekelhafter Pilz, den er dort im Wald gerade gefunden hat. Weil so zerfliegt kein Mozzarella. Это не Mozzarella, ебаный в рот. Alle Leute, die Russisch oder Ukrainisch sprechen oder keine Ahnung, was das für eine Sprache war, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was der Typ gesagt hat. Oder ob das jetzt wirklich ein Mozzarella auf Anabolika ist oder doch nur ein Pilz aus dem Wald. Yo, das ist am Looney Tunes Type Shit. Was zum Teufel passiert denn da? Also ich will nichts sagen, ne? Die sind alle am Arsch. Also wirklich alle am Arsch. Aber vor allem am meisten ist der Typ da unten am Arsch. Oh, das ist ganz, ganz knapp. Beweg dich ja nicht und halt dich wirklich mit deinem Leben fest. Wenn du jetzt nach unten rutschst, ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Das ist mit eines der abgefucktesten Dinge, die ich heute gesehen habe, Mann. Wie sind die in diese Lage gekommen? Und das erinnert mich jetzt doch, ich sollte nicht mit meinen Jungs auf so eine Dschungel-Safari-Tour gehen ohne Begleitung. Weil ansonsten enden wir noch alle so wie die da. Und ich bin wahrscheinlich noch der, der ganz unten ist. Und naja, wisst ihr, wie ihr genauso cool werdet wie er? Wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Ciao, ciao.